Vor 30 Jahren ist im Liechtenstein das Frauenstimmrecht eingefördert worden. Zieht man Bilanz, darf man auf ein paar Erfolge zurückschauen. Aber die Rolle der Frau in der internationalen Politik ist noch lange nicht das, was sie sein sollte. Zahlenmässig sind wir weit untervertreten. Und in Bezug auf Einflussnahmen ist es ebenfalls noch nicht so, wie es eigentlich alle wünschen täten. Es sind immer mehr jüngere Frauen, die von den Parteien nominiert werden. Das ist sehr gut. Aber bis die jüngeren Frauen in der Partei es dorthin geschafft haben, wo die Entscheidungen getroffen werden, ist es in der Regel ein weiter Weg. Am Freitagvormittag haben die Bauarbeiter noch die letzten Markierungen gemacht. Seit dem Nachmittag ist aber wieder freie Fahrt. Die ganze Baustelle hat 18 Monate gedauert, so plus minus. Dazwischen haben wir einmal 2 Monate Unterbruch gehabt. Wir sind sehr zufrieden mit den Arbeiten, sind schneller vorangegangen, als wir gedacht haben. Ursprünglich wäre geplant bis Ende 2014. Wir sind jetzt durch das, dass wir anstatt 3 Etappen 2 gemacht haben, sind wir früher fertig geworden und ist eigentlich alles ganz gut gelaufen. Festa im Mercato Italiano. Das ist der Tagsmotto vom Lindenhof Cha. Noch bis am Sonntag gibt es feine Leckereien zu geniessen. So zum Beispiel Käse aus dem Piemont oder eine hausgemachte Pizza. Wir sind am Wochenende hier wieder mit unseren Produkten, unserer Spezialität, wie jedes Jahr. Wir kommen wieder mit Käse und Salami, verschiedene Weine aus Piemont, andere Spezialitäten als Nudeln, Sugo, Panettoni, Amaretti Kekse und mehrere andere Sachen. Und dieses Jahr sind auch die Kollegen von einer guten Pizzeria auch dabei.